Hey und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Sims Mobile. Und Isaiah und Rosalie sind hier noch fleißig dabei. Ich habe den ersten Part schon mal auf PC gezogen, weil ich irgendwie gerade Probleme mit dieser Aufnahme hatte, dass die einfach abgebrochen wurde. Aber ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr. Ja. So, die haben ja immer lustige Sachen hier. Jetzt sind sie normal, aber okay. So, Freizeitaktivitäten. Kann man mal machen. Anstatt sich hier irgendwie hinzusetzen oder so. Achso, ich dachte, sie können jetzt Karaoke singen. Übrigens, wie ihr seht, ich habe auch hier schon in der Dings-Karriere. Hier, die habe ich komplett. Also, ich kann ja hier mal zeigen. Die Geschichten, ne? Beziehung, warte mal, erstmal Karriere. Also ich habe hier die Ist-mir-Latte-Karriere und die mysteriöses Heilmittel-Karriere. Angefangen hatte ich voll im Trend und was auf der Pfanne, aber ich habe sie halt noch nicht abgeschlossen gehabt mit der ersten Generation. Und bei Hobbys habe ich bis jetzt das Jetzt wird gekocht Hobby und das tapfere Schreiberlein. Ich habe überlegt, Isaiah wird Klavier spielen, Gitarre, Klavier können wir leider noch nicht. Und zum Modepüppchen passt natürlich so Yoga. Ich habe auch eine Yogamatte da schon. Und hier hatte ich angefangen, beste Freunde auf Lebenszeit, wie kein all dem anderen. Und abgeschlossen auf jeden Fall die Nerdsprache. Ach hier, Sport verbindet und Seelenpartner hatte ich auch noch angefangen. Ja. Genau. Soweit zu den Beziehungssachen hier. Ich habe überlegt, dass wir eine Karriere fertigstellen, ein Hobby und eine Beziehungssache perfektionieren. Und da wären wir ja untereinander, dass wir gucken, was für eine Beziehung die eingehen. Ich hatte eine wunderbare Zeit. Wollen wir uns bald wiedersehen? Oh yeah. Ich wollte gerade sagen, können wir nur das hier? Zweifelhafte Liebe. Feurige Leidenschaft, Achtung, Verbrennungsgefahr. Liebe findet einen Weg. Romantik und Hilfsbereitschaft gehen nicht immer Hand in Hand. Heimlicher Schwarm. Aus heimlicher Schwärmerei wird mehr. Seelenpartner hatte ich ja schon. Mehr als Freude mit gewissen Vorzügen. Eine abgerissene Verbindung. Ich würde sagen, wir nehmen mal das hier. Leicht vergiftete Beziehung. Du kommst jetzt etwas plötzlich, aber ich habe mich ziemlich in dich verguckt. Geht mir auch so. Es ist alles so intensiv, wenn wir zusammen sind. Ich muss immer an dich denken. Okay. Mini-Urlaub auf Balkonien. Genau, das machen wir jetzt mal. So, auf jeden Fall die Beziehung hier ausbauen. Das geht schon. Wir werden über Karriere reden. Wir müssen auch noch eine Party veranstalten und noch zwei Partys besuchen. Aber vorher, nee, nicht vorher, das machen wir auch noch mit den Partys. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ich habe überlegt, ich werde auch nicht jetzt nur noch aufnehmen, weil ich werde auch offscreen noch ein bisschen weiter spielen. Aber so ein paar Parts zum Anschauen und auch mal gucken, wie spielen andere eigentlich, ne? Also es interessiert mich, deswegen gucke ich ja von Daniel das zum Beispiel auch. Den habe ich auch in der Freundesliste, also von Sim-Fans. Aber ich das interessant finde, wie die anderen so spielen, ne? Wie weit die kommen. So, versuchen zu küssen. Oh. Oh. Ich finde dieses Versuchen cool. So, jetzt können wir noch was machen. Versuchen, eine Ballade aufzuführen. Und dann gelingt es einfach nicht. Genau so. Geil. Ich habe übrigens diesen Hochzeitsbogen hier so als Eingang genommen. Ich finde den voll geil. Der muss da einfach sein. Und die gehen da ja auch durch. Das ist echt cool, weil dem bleibt ja auch nichts anderes übrig mit dem Ganzen drumherum. Die lacht erstmal wie eine Ziege. So, romantisch zusammen tanzen. Wie sieht denn das aus? Oh, sehr romantisch.
Oh ja, yeah, ey. Lifestyle-Lokomotive. Ich muss mal gucken. Warte mal, wir müssen weiter nach unten. Da die Lifestyle-Lokomotive. Ich habe noch zwei Freunde, die sind noch Edeldesigner. Dann der Design-Pionier, da können wir wieder ein Stück Garten freischaufeln. Der ultimative Trendsetter, dann können wir wieder einen Raum bauen. So. Beim Sitzen Händchen halten. Machen die das auch? Ja, tun sie. Geil. Coole Sache. Gute Arbeit. So. Bald kriegen wir auch ein Level up. So, dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und ich würde sagen, Karrieregeschichten, voll im Trend. Okay, nee, das, so wollte ich das nicht. Halt, stopp, halt, stopp. So, wir gehen dann mal zum Marktplatz. Wir müssen auch noch ein besonderes Ereignis machen, aber das mache ich offscreen, weil es einfach 100 Jahre dauert, gefühlt. Sie ist jetzt voll im Trend, die Alte. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich habe so viele Ideen. Ich habe gehört, die Besitzer hier sind etwas altmodisch. Aber vielleicht kann ich ihre Meinung ja ändern. Auch hier war ich schon unterwegs. Ich habe nämlich hier lang überall Pappkartons. Die habe ich weggemacht. Dafür habe ich die Trennwand hier hingestellt. Dieses Ding hier in der Ecke, den Lichtmast und den Spiegel. Und dieses Stellteil. Hier irgendwo habe ich die Garderobe schon aufgehängt. Ich weiß es gar nicht. Hallo, ich möchte dich bitte drehen. Die Garderobe habe ich noch nicht aufgehängt. Das Bild habe ich aufgehangen. Ja. So, dann werden wir mal eine kurze Schicht mit ihr absolvieren. So alleine wird sie in 40 Minuten fertig. Ich finde blöd, dass man warten muss, bis das hier wieder aufploppt, damit man hier überhaupt irgendwas bewegen kann. So. Dann erfinde man einen eigenwilligen Schnitt. Wir werden mit ihr jetzt noch ihre Energie ausgeben, weil bei einem Level-Up kriegt man wieder volle Energie. Zu Hause ist Bett und alles auch bereit. Ich habe übrigens noch 9 Cupcakes. Ich habe die extra ein bisschen aufgespart, damit man die hier mal benutzen kann. So. Mr. Nice Guy, den rufen wir jetzt mal herbei. Aber, nee, halt, stopp. Falsches Symbol. Du gehst in die Innenstadt, weil wir jetzt im Rathaus die Karriere für dich annehmen. Alles, was recht ist. Ach, ein Anwalt. Oh, ein Anwalt übernimmt die Verteidigung in einem aufsehenerregenden Fall. Oh ja, juristisch gewieft. Erster Fall, ein verfahrener Eigentumsstreit. Die Beklagte hat sich einen Pulli von ihrem Ex geborgt und nicht zurückgegeben. Das ist strafbar. Und da ist sie schon. Wie, sie ist fabelhaft? Caitlin Newman, sehr geehrte Angeklagte, du machst jetzt auch mal eine kurze Schicht. So, er hat zwar den Karriereboost für alle Karrieren, aber nicht die für die Rechtskarriere. Rechtskarriere klingt jetzt auch ein bisschen anders. So, ich würde das hier gerne mal drehen. Hallo? Dann nicht. Auf jeden Fall können wir hier bestimmt noch dekorieren. Ich würde gerne hier irgendwie die Wandfarben und sowas ändern, weil das einfach eine Katastrophe hier ist. Was kann man denn hier so machen? Ich muss mir das mal angucken, weil das ist neu für mich. Juristisch gewieft sein. Ja, hallo. Sie haben hier einen Pulli geklaut. Das geht so nicht, meine Mandantin. Ja, ach so, das wusste ich ja gar nicht. Ich fühle mich selbstbewusster. Versuchen, Aussage anzuzweifeln. Alter, das geht so nicht. Ja, ich gehe halt einfach weg. Das interessiert mich nicht, was du sagst. Tschüss. Hier steht ein Typ mit rosa Haaren. Gut, wer weiß, ob wir einen Sohn kriegen, der auch rosa Haare hat. Das könnte. Wir sind der Anwalt und wir sitzen vor dem Schreibtischpult.
Ich sag dazu mal nichts. So. Unschuldigen Mandanten verteidigen. Ich weiß, sie sind unschuldig. Wir werden das hinkriegen. Die ist fit, die Alte. Nicht aufhängen, bitte. Ja, wir haben die Aussage angezweifelt. Der sieht voll edel aus, ey. Der ganze Styler ist untergegangen. Der ist schon fertig hier. Juristisch gewieft. Wir wurden befördert. Ich kann übrigens die Lautstärke hier nicht ändern. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch mal ein zweites hier, ne? Wir haben ja noch Energie, die wir uns dann zu Hause holen können. Aber wir machen sie hier erstmal fertig. So. Neues Design ausdenken. Ausdenken vor einem Brett, wo ganz viele Sachen vorgegeben sind. Aber sie kann das. So. Dann haben wir hier noch eine alte. Innennähte abmessen. Jo, Alte, ich greife dir mal in deinen Top und in die Hose. Dann werde ich jetzt einen eigenwilligen Schnitt erfinden, damit du glücklich bist, du Alte da unten. Ah, so, jetzt haben wir hier noch eine. Versuchen, krasse Typenveränderung anzuregen. Sie ist cool. Jetzt haben wir nämlich die To-Do-Liste erledigt. Nimm deine Finger von mir, Alte. Nein, ich habe versagt. So. Jetzt müssen wir nur noch Geld für zu Hause ausgeben. Und das besondere Ereignis. Aber das mache ich offscreen, wie gesagt. Das dauert nämlich 100 Jahre. Gefühlt. Ey, wir machen jetzt hier nochmal eins, so. Diese 24 Sekunden überspringen wir. Gute Arbeit, danke schön. Danke, danke, danke. Und Rosalie wurde befördert. Sehr schön. Dann machen wir eine kurze Schicht, bitte. Jetzt plopp doch mal, danke. Dann machst du nochmal einen eigenwilligen Schnitt. So, Denim diskutieren. Was ist Denim? Ich will es gar nicht wissen. Ich glaube, wir haben genau 20 Modejuwelen, dass wir uns da bei dem Typen auch was machen können. Diesmal hatten wir Erfolg. Alte, zieh dich um, du siehst hässlich aus. Ja, stimmt, du hast recht. Guck mich an, ich habe den krassesten Modegeschmack des Jahrhunderts. Ich kann dir sagen, dass dir das nicht stehen wird, was du da machst. Und die Alte so, okay. Um dir fliegen Planeten rum. Aber ich vertraue dir mal. Ja, perfekt, oder? So, jetzt gehen wir mit ihr aber nach Hause. Sie wird nämlich zu Hause jetzt schon mal das Yoga anfangen. Und es sieht aus, als ob wir hier einfach eine Matte haben. Aber das ist auch das Yoga-Hobby. Wir lieben Vinyasas, was auch immer das ist. Ein neuer Yogi auf der Suche nach Erleuchtung und Bauchmuskeln. So, Yoga-Pose. Heute ist es soweit, endlich werde ich anfangen, Yoga zu lernen. Mein Terminplan war in letzter Zeit eher unflexibel und deshalb bin ich das jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich fange einfach mal an. Und ich habe einen Spiegel vor mir, ich kann mir dabei zugucken beim Yoga machen. Oh yeah. Die Alte, ey. So, wir gehen jetzt mal dahin. So. Ich möchte nämlich im Bürgerzentrum erstmal diese Kartons hier wegmachen. Ich fände cool, wenn man die auspacken könnte, aber nein,
Was gibt es denn hier? Jurakarriere, Aktenschrank, juristisches Bücherregal und ein Kaffeetischeinspruch. Bürostuhl, moderner Bürostuhl, noch ein moderner Bürostuhl, ein traditioneller Teppich, das wird immer teurer hier, ey. Tischpflanze und Topfpflanze. Wir können uns nicht eine Sache davon leisten. Herzlichen Glückwunsch. Wofür brauchen wir das alles? Wir können nicht mal einen Schreibtisch kaufen für den Bürostuhl. Was soll das denn? Egal. So. Wir werden erstmal von Luciano González den Fall übernehmen. Damit dieser arme Mann nicht traurig wird. Und wir gehen jetzt nach Hause, rufen ihn herbei, Mr. Anzuganwalt. Scheiße, jetzt kann ich ja nicht auf Toilette gehen, nein. Aber ich kann schlafen gehen. Kriege ich hier eigentlich mehr Energie? Nee, ne? Dann gehen wir auch im Schlafzimmer schlafen. So, jetzt kriegen wir nämlich schön... Kriegen wir jetzt schon das Level ab, bitte nicht. Dann wäre der Schlaf umsonst gewesen. Ich möchte nämlich eine Sache auf Level 10 bringen und dann erst die Kinder machen. Damit, wenn die in Rente gehen können, die Kinder dann irgendwann mal übernehmen können. Das Teil kostet übrigens 175 Simcash. Jetzt haben wir hier Überfall grübeln. Nein. Schuldigen Mandanten verteidigen. Machen wir mal. Alter, was ist hier alles los, ey? Habe ich was verpasst? Hier stehen überall Leute. Meine Herren. Mein Anwaltsgebäude sieht aber auch sehr stylisch aus. Es sieht aus wie ein fucking Rathaus. Aber es ist mein Anwaltsgebäude. Passt alles. So, wen haben wir hier? Velita Rittaker. Wir versuchen, eine Aussage anzuzweifeln. Ich glaube Ihnen nicht. Yes, ich habe es geschafft. Und wir haben es geschafft. Yeah. Dann nehmen wir das doch mal mit. Juristisch gewieft. So, dann gehen wir nach Hause und mach Gitarre. 6 Seiten zum Glück. Ein Gitarrennovize träumt davon, sich einer Band anzuschließen. Oh yeah. Ich bin Gitarrennovize, oh ja. Yeah. Als Kind habe ich die rebellische Phase übersprungen, deshalb will ich jetzt Gitarre spielen lernen. Das Leben kann gar nicht laut und lustig genug sein. Das stimmt sogar, als Kind war er der Streber. Übungseinheit. Warte, haben wir sie schon Yoga machen geschickt? Gar nicht, ne? Scheiße. So. Sehr schön. Schulterbrücke machen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Aha. Ich wollte gerade sagen, also ich wäre voll umgefallen, aber sie nicht. Ja, die sieht sehr gelenkig aus. Holy shit, was macht die da? Also ich kann das nicht. Ach, das war mir zu einfach. Das war mir zu langweilig, meine Freunde. Ich will da Yoga machen. Figur im Spiegel betrachten. Mann, ich kann mich ja überhaupt nicht zur Seite biegen. Mensch. Dafür hätte ich jetzt auch keinen Spiegel gebraucht, um das zu erfahren. Yoga-Training. Ich wusste nicht, dass Tanzen und Yoga was zu tun haben. Und Gitarre üben und erstmal essen. Selbstbewusst. Jetzt haben wir das kaputt gekriegt. Warte mal. So. Versuchen, Flexibilität auszureizen. Na, was passiert jetzt? Scheiße, ich habe mir den Rücken verknackst. Das wird so nix. Ich stehe lieber wieder auf.
Ach, das war ein bisschen langweilig. Was, Cetusa? Oh, scheiße, ich hätte es nicht so schnell wegklicken sollen. So, Heini. An Riffs arbeiten. Dann mach das mal, dann mach das mal. Ja. Yeah. So. Dann werden wir die mal eine Runde üben lassen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.